Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Daumen hoch fürs Video ist immer klasse. Und unterhalb des Videos findet ihr auch, wie immer, die Links zu den verschiedenen Internetseiten, wo ich diese Informationen her habe. Außerdem ist ein Link für den Twitter-Account, für meine Versicherung, die ich für meine Elektroautos nutze und natürlich auch für die Zertifikate enthalten. Des Weiteren habe ich ein paar Videos unten drin verlinkt, aber es gibt ja die Playlist, da findet ihr ganz bestimmt auch eine ganze Menge Sachen, die euch interessieren könnten. Kommen wir aber zum Tagesthema und das Tagesthema heute ist natürlich wieder Tesla, wobei auch viele andere Fahrzeuge hierbei erwähnt werden und Entwicklung im Elektroautomarkt. Das erste ist natürlich auch jetzt auf Tesla bezogen und zwar wurde ein Bericht rausgebracht, ja, Tesla verdient genauso viel mit seinem Verkauf der Autos wie Toyota. Der Unterschied ist, zumindest fürs letzte Quartal, der Unterschied ist, dass Tesla nur ein Siebtel der Fahrzeuge herstellt und trotzdem den gleichen Gewinn einfährt. Das bedeutet, dass Tesla den siebenfachen Gewinn auf jedes Auto hat, wie ein Toyota. Da muss ich natürlich Toyota ein wenig in Schutz nehmen, denn Toyota verkauft natürlich auch kostengünstige Autos für den Normalsterblichen, der eben nicht 40, 50, 60, 70.000 Euro und mehr ausgeben kann. Denn Tesla gehört zur Premium-Marke. Es ist einfach so, dass Tesla mit den Preisen, die sie momentan haben, über 50.000 Euro die Fahrzeuge, zum Premium-Segment gehören. Und wenn man dann sich ein Porsche anguckt, was, glaube ich, noch profitabler pro Auto ist als Tesla, weil es eben noch teurere Autos nur verkauft und in kleinerer Stückzahl natürlich, dann ist es ganz logisch, dass da mehr Geld an sich liegen bleibt. Diese Märkte sind aber natürlich limitiert, denn es gibt nur eine gewisse Anzahl von Menschen, die über ein Kapital verfügen, die in diesen Regionen kaufen können. Auch wenn verschiedene Wirtschaftsvertreter oder Verkäufer von normalen Fahrzeugen glauben, dass es viel, viel mehr gibt und sie alle versuchen, in dieses Segment hineinzukommen, denke ich, dass der Großteil der Bevölkerung dieses Kapital nicht zur Verfügung hat und daher günstigere oder gebrauchte Fahrzeuge kaufen kann. Ja, mein Plädoyer ist ja immer ganz wichtig, dass alle Dienstfahrzeuge elektrisch sind, weil dann würden eben Dienstfahrzeuge herauskommen aus den Leasings und würden den Gebrauchtmarkt mit gebrauchten Elektroautos bestücken. Das fehlt im Moment noch ganz und gar oder zum Großteil. Ja, und eine Schlussfolgerung daraus. Bei Tesla sind die Wartelisten für Autos nicht mehr so stark gefüllt. Die Auslieferungen werden regelmäßig und schnell gemacht. Die Wartezeiten, die wir hatten bis zu einem Jahr hin, sind mittlerweile geschrumpft auf wenige Monate und schrumpfen weiter. Das liegt einfach an einer gewissen Sättigung und einem hohen Konkurrenzkampf, der im Elektroautomarkt angefangen hat, ja, sich zu platzieren. Und damit eben die Chance gibt, dass der Markt stark unter Druck kommt. Und es ist ja immer so, wollen viele Leute einen Teil kaufen, geht der Preis hoch. Wollen viele Leute einen Teil verkaufen und kämpfen um die Kunden, geht der Preis runter. Und genau in diesem Momentum sind wir im Moment, dass nämlich jetzt langsam eine sogenannte Sättigung im oberen Bereich eintritt. Nicht im unteren Segment, da fehlen uns die Fahrzeuge, aber im oberen Segment, da tritt eine Sättigung ein. Und wir kommen gleich zu ganz, ganz vielen Beispielen, was jetzt alles auf den Markt strömt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Taktiken. Eines ist auf jeden Fall sicher, dass Tesla jetzt ja in China schon mal die Preise leicht gesenkt hat. Gerüchte zufolge will Tesla sogar die Preise weiter senken in China. Warum nur in China? Ja, in Europa und Amerika kaufen die Leute weiterhin die teuren Fahrzeuge, aber in China ist mittlerweile die Masse der Leute, die Kapital
Möglichkeiten hatten, ja, abgegrast. Da gibt es nicht mehr Tausende von Leuten, die noch ein Auto kaufen wollen, die sich bis jetzt noch nicht dazu durchgerungen haben. Es haben sich in China viele durchgerungen dazu und es gibt viel Konkurrenzkampf. Xpeng, NIO, BYD, nur als kleine Anzahl zu nehmen, weil es auch natürlich noch die anderen Europäer gibt, die dazu kommen, die Amerikaner gibt, die dazu kommen und alle drücken sie auf dieses Segment, weil die Elektroautos alle in diesem Hochpreissegment platziert sind momentan. Also was passiert? Man geht davon aus, oder die Gerüchte sind, dass das kleine Model 3 bei 30.000 Euro liegt und das Model Y bei 34.000 Euro liegt. Ja, kommt das so nach Europa? Im Moment, ich glaube, das dauert ein bisschen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir wirklich ein Model 3 wiedersehen, was unter 40.000 liegt und auch ein Model Y sehen, was unter 40.000 Euro liegt in den nächsten 2-3 Jahren. Damit wird die Nachfrage etwas gesteigert, aber nicht richtig. Richtig wird sie gesteigert, wenn der Preis unter die 30.000 Euro geht. Die Förderungen sinken, was richtig ist, denn man muss einfach dazu rübergehen, dass nicht die Förderungen genutzt werden, um große Margen zu machen, sondern um die Möglichkeit des Verkaufes zu bieten. Und wenn so eine große Marge wie bei Tesla drin sind, dann ist die Förderung irgendwie falsch angesetzt. Wenn Tesla jetzt 2.000 Euro Marge hätte und die Förderung wären 5.000 Euro, dann würde man sagen, ja okay, die würden sonst ja nicht existieren können, wenn es diese Förderung nicht gibt. Das ist aber nicht der Fall. Die Marge ist bei 10.000 Euro. Und davon ist eben ein Teil auch Förderung vom Staat. Insofern, wenn die Förderung runtergeht und ich denke, geförderte Autos, ja, 30.000 Euro ein Fahrzeug sollte gefördert werden. Darüber sollte nicht mehr gefördert werden. Ich denke, man muss da einfach den Fokus auf die günstigen Fahrzeuge legen. Dann werden die Firmen auch dazu kommen und die Preise versuchen, in diese Richtung zu bringen. Aber langsam geht's los. MG4 ist das Wunderwort, was herauskommt. Der MG4, wenn man die volle Förderung kriegt, würde jetzt bei 23.000 Euro liegen. Er soll dieses Jahr noch geliefert werden. Das heißt, wer sich interessiert für so ein Auto, was an sich gute Werte hat, kann so ein Fahrzeug für 23.000 Euro noch kaufen, weil sie lieferbar sind oder lieferbar sein sollen. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, ob man wirklich ein Fahrzeug kriegen kann. Muss jeder selber machen. Ob das Fahrzeug wirklich gut ist, kann ich auch nicht sagen, denn ich habe es nicht Probe gefahren. Die Werte sind aber relativ gut und speziell, wenn man das Premium-Modell nimmt, da liegt man allerdings denn schon bei so 26.000, 27.000 Euro für das Fahrzeug, was immer noch vernünftiger Preis ist für ein hochwertiges Fahrzeug, wenn man das kauft. Weil dann hat man auch den größeren Akku, die 64 Kilowattstunden und 26.500, also knapp 27.000 Euro, weil man ja Überführung und was noch zahlen muss. Das ist natürlich schon beachtlich. Der Wagen, wenn das die Basisversion ist, startet bei 32.000 Euro. Dieses Jahr noch zugelassen, 9.000 Euro weniger, liegt man bei 23.000 Euro. Also insofern wirklich eine Sache, die man sich anschauen sollte und überlegen sollte, ob man nicht eine Basisversion nimmt, weil vielleicht genügt sie einem ja. Man muss nicht immer die Premium-Version nehmen. Wenn man mit der Reichweite, die dann in der Basisversion auskommt, ist das ja auch in Ordnung. Natürlich hat die 64 Kilowatt Version eine Reichweite von 450 Kilometer beziehungsweise 400 Kilometer realistisch und die andere Version, die hat dann natürlich nicht diese Reichweiten, die wird dann eher so bei 350 liegen. Aber alle Leute, die sowieso keine Urlaube machen und weit und lang fahren wollen mit ihrem Fahrzeug, für die ist das Fahrzeug vollkommen ausreichend. Wenn man dann einmal irgendwo weiterhin fährt, dann gibt es genügend Schnelllade.
Möglichkeiten dafür. Für die schnellere Ladung ist es natürlich besser, das Premium-Modell zu nehmen, denn das Basismodell, das lädt eben nur mit 3,7 Kilowatt einphasig oder 6,6 an öffentlichen Ladestellen mit 22 Kilowatt. Aber wenn man den Dreiphasenlader nimmt, kommt man mit 11 Kilowatt immerhin hin, was schon in Ordnung ist, gerade wenn man 64 Kilowatt hat und dann ein oder zwei Stunden steht, hat man wieder eine Reichweite von über 100 Kilometern dazu gewonnen, was auf jeden Fall in Ordnung ist. Insofern ist der MG 4 das erste Auto, was in die Richtung geht, die Preise zu drücken. Und es wird dazu kommen, dass die ganzen Nios, Qing und wie sie alle heißen, auf den Markt drängen. Sie werden als erstes mit den Premium-Fahrzeugen kommen und werden feststellen, dass sie diese nicht mehr verkaufen können. Denn warum sollte ich einen Xpeng kaufen, wenn ich einen Tesla kaufen kann? Wenn nicht der Xpeng viel günstiger ist. Warum sollte ich nicht den VW kaufen, als den Nio, wenn der VW nicht teurer ist als der Nio? Und daher wird ein Preisdruck entstehen. Und dieser Preisdruck wird dazu führen, dass man nicht nur die chinesischen Autos günstiger kriegt, sondern man wird dann Rabatte kriegen bei den deutschen Fahrzeugen und Tesla wird einfach dazu übergehen müssen, wenn sie die Produktion weiter hochfahren, die Mengen verkaufen wollen, entweder in neue Märkte zu gehen oder die Preise in den existierenden Märkten zu senken. Die deutsche Fabrik ist noch nicht so weit. Deswegen sind noch nicht genügend Fahrzeuge verfügbar. Sobald das der Fall ist, gehe ich davon aus, dass die Preise auch hier in Deutschland sinken werden. Ja, ein anderes Fahrzeug, worauf ich warte, ist der Sono. Sono Motors bringt ja den Sion Solar EV. Das Auto hat, wenn man wirklich sagt, ich möchte von A nach B kommen, möchte günstig von A nach B kommen und möchte möglichst die Ressourcen ausnutzen, ist das eigentlich das Auto überhaupt. Und am Anfang war er ja vom Preis her auch recht günstig. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, dass er in diese wirklich günstige 20.000 Euro Schiene reinfährt. Weil wenn er für 20 oder 25.000 Euro angeboten wird, glaube ich, dass das Auto wirklich ein super Paket liefert. Ich habe nur die Befürchtung, dass am Ende das Fahrzeug rauskommt und uns allen die Augen ausfallen, weil der Wagen einfach super teuer ist. Was haben Sie jetzt gemacht? Sie haben einen Servicevertrag oder eine Verbindung eingegangen zu den Bosch Servicepartnern. Für Bosch eine sehr gute Sache, wenn Sie ein Fahrzeug haben, was bei Ihnen gewartet wird, ist eine höhere Auslastung der Werkstätten auf jeden Fall schon mal vorhanden. Auch wenn Elektroautos nicht so häufig dahin müssen. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man sozusagen da direkt die Verbindung hat. Und für Sono ist das gut, weil das Bosch-Netzwerk ist natürlich riesig. Und die Leute beim Bosch-Netzwerk kennen sich natürlich auch gerade mit elektrischen Problematiken aus. Weil dafür fährt man dahin, um sein Auto eben detaillierter zu untersuchen als in einer Autowerkstatt. Und deswegen ist Bosch an sich ein Premium-Partner für Sono Motors. Und wenn jetzt das Auto wirklich noch um die 25.000 Euro rauskommt, dann glaube ich, können die davon so viele Autos verkaufen, dass es echt sagenhaft ist. Wenn die bei 30.000 sind, dann wird es schon schwieriger und alles über 30.000 würde mich wirklich enttäuschen. Aber da muss man Realist bleiben. Ich denke, so ein Fahrzeug wird man nachher für 35.000 kaufen können und nicht wie am Anfang gedacht für 20.000 bis 25.000. Radar RD6. Was ist Radar RD6? Radar RD6 ist vom Prinzip her ein Pickup. Ja, das ist so die amerikanische Lebensart, wie man eben dort, oder denn die Pickups sind das Auto in Amerika, in Deutschland nicht so, aber es sind eben größere Weiten in Amerika, zumindest wenn man so Texas und diese ganzen großen Flächenstaaten dort sieht.
Und da sind diese Autos einfach praktisch. Und ja, hat sich so entwickelt, dass man dort diese Fahrzeuge wählt und nicht SUV, die man dort auch nutzt. Aber jetzt kommt der Radar RD6 raus. Und der fängt an bei $25.000 oder unter $25.000. Allerdings in China. Und China ist natürlich immer noch nicht Amerika und schon lange nicht Deutschland. Wie gut das Fahrzeug ist, ist natürlich schwierig zu sagen, denn das Fahrzeug ist neu, kommt gerade raus und ist eben ein Pickup. Für mich persönlich, ich bin nicht so ein Fan von diesen Fahrzeugen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sie gar nicht mag, aber es ist eben nicht meine Fahrzeugklasse. Die Front sieht ganz nett aus und der Rest ist eben Pickup. Und wenn man sich jetzt das anschaut, so eine Reichweite von 300 Meilen, das ist natürlich schon eine Menge Reichweite. Wenn man dann da 25.000 Euro für zahlt, ja, das ist schon, dann kann man sogar hier in Deutschland dazu neigen, so ein Fahrzeug sich zu holen, ja, wenn man ihn für 25.000 Euro kriegen könnte. Wobei, da muss man immer sehen, nach Deutschland, dann wird er garantiert um 5.000 Euro alleine wegen Transport, Vertriebskanäle teurer sein. Aber wenn so ein Auto für 30.000 Euro hier auf den Markt kommt, viele Handwerker, die ein Fahrzeug mit Ladefläche brauchen, ich glaube, die würden auf solch Fahrzeug zurückgreifen, gerade wenn das so kostengünstig ist. Volvo. Ja, was ist mit Volvo? Volvo hat mehr Fahrzeuge, Plug-ins verkauft, auch Elektrofahrzeuge und ist jetzt natürlich mit einem neuen Flaggschiff rausgekommen. Wie alle mit einem Monster. Nichts dagegen, dass jemand mit so einem Monster rauskommt, aber das hilft natürlich der Masse nicht, weil die Monster, die werden von einigen gekauft und ich denke nicht, dass da eine große Nachfrage nach diesen super teuren EVs ist. Ich denke, die werden davon ein paar Stück verkaufen, überall in den verschiedenen Ländern. Also man wird eine gewisse Anzahl von solchen Fahrzeugen verkaufen können. Aber es ist natürlich nicht die große Nachfrage. Der CEO hat nun gesagt, ja, die Elektroautos werden denselben Preis haben bei 2025 wie heutzutage die Verbrenner. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Elektroautos, welche Verbrenner wir dafür nehmen. Und wenn wir davon ausgehen, dass man ein Hochpremium-Fahrzeug mit einem Hochpremium-Fahrzeug vergleicht, dann ist man schon fast pari mit den Fahrzeugen. Also die sind jetzt nicht unbedingt viel teurer. Die S-Klasse ist nicht teurer als, ich glaube, die liegt ähnlich wie der EQS. Also nicht weit auseinander. Bei den Mittelklasse-Fahrzeugen oder bei den gehobenen Mittelklasse-Fahrzeugen wie dem so Model 3, die an den Premium Segment herankommen. Da ist natürlich noch ein großer Unterschied. Wenn man einen Hyundai Kona anguckt, da ist der Verbrenner für 20.000 Euro zu kriegen oder 25.000 Euro und das Elektroauto, der Pendant, gut ausgestattete Wagen, liegt bei über 40.000 Euro. Da ist natürlich noch der Gap. Das bedeutet, in dem höheren Segment haben wir schon pari oder sind wir schon sehr nah daran, dass die gleich sind. Aber bei den günstigeren Fahrzeugen fehlt das. Das wird jetzt durch den Schub aus China passieren. Wenn da die Massen an Autos kommen, dann wird das dazu führen. Ein Wort zu Togg. Ich habe ja über Togg auch berichtet. Ist jetzt zwar nicht hier drin als Beitrag. Wenn das türkische Auto wirklich Fuß fassen will, dann muss das Auto für 35.000 Euro kommen. Alles, was teurer ist, werden sie keine Chance haben. Sie müssen günstig in den Markt reingehen. Aber ja, ich denke, sie werden mit teuren Preisen kommen und dann werden sie das Problem haben, dass der Absatz nicht richtig funktioniert. Kommen wir zu Polestar. Oder Polestar, oder Polestar, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Die haben das erste Quartal geschafft, wo sie so viele Fahrzeuge verkauft haben, dass sie nicht mehr negativ sind. Das heißt, dass sie kein Geld verbrennen, sondern dass sie einen kleinen Plus machen. Leider muss ich denen schon mitteilen, wenn jetzt wirklich die Masse an Fahrzeugen aus China auch in die europäischen Märkte drückt, wird das für
Polestar wirklich schwierig werden, dass dieses Erfolgsmomentum weiter aufrechtzuerhalten. Denn ich denke, dass die Preise insgesamt nachgeben werden. Und wo sie nicht nachgeben werden, da wird vielleicht noch ein Preisschild dran sein, aber man wird, wenn man mit dem Händler spricht, einen Rabatt kriegen. Ich finde an sich die Tesla-Methodik, dass man einen Preis hat, der auch steht, finde ich an sich gut. Davon halte ich an sich sehr viel. Man hat ein Preisschild und man weiß, wenn man da hingeht, das ist der Preis. Das ist ja bei den anderen Autoherstellern, egal welche andere Marke das war, ist man ja früher hingegangen und dann stand da 40.000 Euro. Dann hat man mit demjenigen gesprochen und je nachdem, wie das Fahrzeug im Moment gerade im Markt nachgefragt wurde, hat man zwischen 5% und 15% Rabatt bekommen. Das ist natürlich schöner, wenn da am Preisschild gleich der richtige Preis steht, weil dann braucht man nicht hingehen und versuchen zu verhandeln. Aber so hatte sich das entwickelt. Tesla hat das ein bisschen anders eingeführt. Die ganzen anderen Elektroautos sind ähnlich. Die sind preisstabil, aber das liegt nur daran, dass die Nachfrage eben so hoch ist, dass man da am Preis nicht drehen muss. Ja, der BMW iX1 kommt raus. Ein SUV, ein Mini-SUV. Ein günstiges SUV? Nein, kein günstiges SUV. 55.000 Euro. Zumindest was ich nachgeschlagen habe. Vielleicht bin ich auch falsch. Ihr könnt ja unten reinschreiben, falls ich mich da geehrt habe. Aber ich hatte nachgeschlagen bei Google und 55.000 Euro. Das ist natürlich kein günstiges Fahrzeug. Aber das ist ein X1. Das ist kein X3. Das ist kein X5. Sondern das ist ein X1. 55.000 Euro. Und genau da ist das Problem. Aber wie schon gesagt, NIO, Zhipeng und so weiter, sie kommen und dann wird BMW unter Druck kommen und sie müssen mit den Preisen runter. Ein X1, wenn man den für 39.000 oder 38.000 im Einstieg hätte und dann kann man ihn konfigurieren, dann wird er teurer, wäre das in Ordnung. Aber ein X1 bei 55.000 anzufangen, das ist meiner Meinung nach zu viel. Deswegen bringt BMW ja auch den X2, denn man möchte ja noch eine höhere Verkaufsspanne haben, denn der X2 müsste theoretisch ja denn bei 60.000, 70.000 Euro liegen. Ich denke, also es würde mich verwundern, wenn man diese Preise durchziehen kann. Ich glaube, die Preise müssen nachgeben. Die müssen um 10.000 Euro mindestens runter bei den Fahrzeugen. So geht das. Also das ist aus meiner Sicht absolut zu viel. Nett, Coupé, alles ganz, ganz schön. Ich glaube, das ist der X2 ist basierend auf dem X1. Das Coupé, der wird dann nochmal 2.000, 3.000 Euro teurer sein. Ja, so ist es. Da kommt dann wieder einer, der in dieser Preisregion ist und der Markt ist übersättigt. Der Markt ist gesättigt von den Fahrzeugen, die über 50.000 Euro sind. Natürlich gibt es Leute, die dann sich wieder ein neues Auto kaufen, aber trotzdem denke ich, haben wir jetzt ein Limit erreicht, wo die meisten, die so ein Auto sich kaufen würden, diesen Kauf durchgeführt haben. Das heißt, es gibt ein Ersatzkaufverhalten und das ist natürlich viel weniger, als wenn du ein neues Produkt hineinbringst. Audi mit seinem e-tron hatte ja ein SUV rausgebracht, der als Tesla-Konkurrent auf den Markt gekommen ist. Nun ist er schon besonders gewesen, weil er relativ schnell geladen hat. Aber von seinen Verbrauchswerten und von der Reichweite war er eben weit entfernt von einem Tesla Model X, mit dem er konkurrieren sollte. Auch da wieder ein Fahrzeug, was in der oberen Region ist. Vom Preis her, nachdem Tesla jetzt die Preise so extrem erhöht hat, ist der Audi mit einem günstiges Angebot, ein Schnapper, der irgendwo bei 76.000 Euro anfängt mit der Basisversion jetzt, die gar nicht mehr die Basisversion ist, sondern schon einigermaßen ausgestattet ist. Nach dem Update, und das ist jetzt der Audi e-tron und der heißt Q8 e-tron.
Ja, was will man damit bezwecken? Man hat ja einen Q8. Man will ihn irgendwie in diese Gesamtkategorie mit einschlüsseln. Ob das richtig oder falsch ist von der Modellbezeichnung, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Das müsst ihr selbst entscheiden. Ich finde den e-tron gut oder ich finde Audis vom Prinzip her nicht schlecht. Ich habe selbst mal einen gefahren für 3 Jahre als Firmenwagen, ein Audi A6. Wir waren super zufrieden damit, war eines der Autos, welches meine Frau immer noch als das beste Auto, was sie gefahren hat, bezeichnet. Und sie hat jetzt den Hyundai gefahren, Lexus gefahren und auch einen BMW i3 gefahren, die sie alles als schöne Autos, aber der A6 war für sie ihr Lieblingsauto. Jetzt ist es natürlich ein bisschen her und vielleicht, wenn sie ihn jetzt fahren würde, würde sie eine andere Meinung haben, aber zumindest aus der Vergangenheit sagt sie, das war ihr schönstes Auto, was sie fahren durfte. Und daher, Audis haben schon eine gewisse Markenausstrahlung, die viele Leute anspricht. Und der Q8 wird ganz bestimmt auch dazu führen, dass es Leute gibt, die diesen dem Model X vorziehen werden. Die Fahrleistungen sind bei dem S nachher dann etwas besser. Bei dem normalen e-tron ist es so, dass der normale e-tron jetzt die Batterie, die 86 Kilowattstunden Batterie bekommt. Und der aufgewertete e-tron, der 55er, der 50er war ja vorher mit, ich glaube, 70, 72 und jetzt hat er die 86. Dadurch hat er jetzt die Reichweite oder sogar noch mehr Reichweite, da die Effizienz des Fahrzeuges noch verbessert worden ist. Und ja, ein schönes Fahrzeug ganz bestimmt und mit 76.000 Euro ein teures Fahrzeug, aber... Ja, man hat dann ein Audi und Model X kriegt man nicht unter 120.000 Euro. Das heißt, ist wesentlich günstiger. Und speziell für Dienstwagenfahrer könnte genau dieses Fahrzeug eben noch in der Möglichkeit sein, das als Dienstwagen zu nutzen. Und damit hat sich Audi natürlich die Tür weit aufgestoßen für Dienstfahrzeuge, die elektrisch fahren sollen. Der größere, der 55er, der liegt natürlich schon dann bei über 80.000 Euro und der Coupé immer 2.500 Euro drauf. Also liegt der eine bei 74, der andere bei 76 oder 77.000 Euro, wenn man den Basis holt. Und damit hat man schon ein Auto, was schnell lädt, was eine gute Reichweite hat und ja, was eben zwar nicht die Beschleunigung hat von einem Model X, aber was eine vernünftige Beschleunigung hat. Ganz bestimmt ein Fahrzeug, was interessant wird in dem Dienstwagensektor. Kommen wir aber wieder zu Tesla. Ja, bei Tesla gibt es Leute, die natürlich nicht nur immer positiv über Tesla sprechen. Und das ist auch ganz wichtig. Man kann natürlich sagen, dass ein Produkt sehr gut ist, aber es hat ja immer auch Nachteile. Und hierbei speziell ist es eben so, dieser Fernlichtassistent und die Wischerautomatik, die ja nachträglich ja über Updates dazugekommen sind, haben nicht das gebracht, was man sich erwünscht hat. Die Fernlichtautomatik schaltet teilweise etwas zu spät ab. Die Wischerautomatik, ja, der Wischer, der wischt teilweise super schnell, so dass ich ihn von Hand wieder ausschalte. Das ist noch nicht so optimal abgestimmt. Und das soll jetzt verbessert sein. In der 40.4er-Version, also 2022.40.4, soll das verbessert sein. Ich hatte das eigentlich schon abgedatet. Ob das so viel besser, also die Fernlichtautomatik habe ich nicht genutzt, den Wischer habe ich genutzt, das war einigermaßen okay, das hat sich aber nicht verbessert angefühlt. Naja, so soll es sein. Wenn man jetzt Videokonferenz machen soll oder will oder muss, je nachdem, kann man sie demnächst aus dem Auto bei Tesla machen. Da soll nämlich Zoom reinkommen. Nun ist Teams aber das meistgenutzte, vielleicht auch nicht. Also bei uns ist Teams sehr viel genutzt. Da ist Zoom nicht so viel genutzt und da werde ich dann höchstwahrscheinlich keinen
keine Videokonferenz aus dem Auto machen. Ist auch nicht mein Ding, unbedingt aus dem Auto eine Videokonferenz zu machen. Aber natürlich, wenn Leute unterwegs sind und unterwegs an einem Meeting teilnehmen müssen, könnten sie natürlich ranfahren, könnten dann eine Videokonferenz im Auto machen, was natürlich auch ganz bequem ist, und könnten dann eben weiterfahren. Dafür ist das natürlich gut. Mit Zoom ist auch nicht schlecht. Wir haben das auch mal genutzt, funktioniert. Aber ja, da muss man eben sehen, ob man das in der Firma nutzt. Dann wäre das natürlich eine neue Alternative, um eben auf Dienstfahrten auch zwischendurch nochmal ein Meeting teilzunehmen. Man muss dafür allerdings stehen, ansonsten wird das nicht funktionieren, weil während der Fahrt ein Zoom-Meeting zu machen, würde ich von abraten, da man doch stark abgelenkt wird. Model S und Model X, ja, ein verstärktes Marketing in China für diese Fahrzeuge. In Deutschland sollen sie jetzt im Dezember ausgeliefert werden. Bin gespannt, ob sie kommen. Man wartet jetzt ja schon immerhin 2 Jahre fast darauf, dass das Fahrzeug ausgeliefert wird oder für diejenigen, die es bestellt haben. Es haben sich viele Sachen verändert und für die europäischen Märkte und auch chinesischen Märkte kann das eigentlich nur vom Vorteil sein, dass in Amerika diese Fahrzeuge schon mal ausgeliefert waren. Denn während als die ersten, die ausgeliefert wurden, waren doch noch ganz, ganz viele Sachen, die behoben wurden im Laufe der Zeit. Und ich denke, das Fahrzeug wird in einer wesentlich besseren Qualität hier nach Deutschland kommen jetzt, nachdem es eben in Amerika schon über, ich glaube, ein Dreivierteljahr im Markt ist. Das heißt, man hat da schon viele Kinderkrankheiten, die eben bei dieser Model Updates wieder herausgeholt. Ein klein bisschen etwas, was ich davon etwas nicht so gut finde, sind natürlich die Preiserhöhungen, die bei diesen Fahrzeugen sind. Das ist schon extrem. Das heißt, die Fahrzeuge, wenn man sich eine E-Klasse anguckt, EQE, oder man guckt sich den Audi e-tron Q8 an oder so etwas, die liegen so zwischen 70 und dann wird über 100.000 für die Premium-Fahrzeuge. Tesla fängt bei über 100.000 an. Das ist natürlich einfach nochmal ein Schnaps mehr. Und ich denke, es wird dafür eine gewisse Anzahl von Leuten geben, die bereit sind, diese Summen zu zahlen. Aber die Sättigung wird sehr schnell einsetzen, denn es gibt zu viele Fahrzeuge wie den EQS, den BMW, den neuen, die eben einfach in der Konkurrenz da sind. Dann gibt es von, war das NIO, der neue Neuner, NIO oder Chuang, der Neuner. Also gibt es ganze Menge an Konkurrenzprodukten. Selbst wenn die Konkurrenzprodukte nicht so viel gekauft werden, ist der Markt eben sehr eng. Und wenn man mehr Leute begeistern will, dann muss man unter die 100.000, dann muss man zurück zu den 90.000 Euro. Da kann man wieder ein paar Leute dazu kriegen. Alles, was über 100.000 Euro ist, ist meiner Meinung nach wirklich ganz limitierte Anzahl von Menschen, die dort in diese Fahrzeuge hineinsteigen. Es gibt einen großen Rückruf für Model S und Model X. Da muss ein Update gemacht werden bei der Steuerung. Das wird aber über ein Software-Update gebracht. Ich weiß gar nicht, wann das Software-Update kommt und ob das jetzt nach der 40.4 eine Version ist. Mein Fahrzeug wird gerade abgedatet. Das heißt, möglicherweise kriege ich gerade das Update dafür. Die 17er bis die 21er sind davon betroffen, von diesem Update. Es gibt auch ein Hardware-Update, aber davon sind nur ganz wenige Fahrzeuge betroffen, die angeschrieben werden. Ja, das ist aus meiner Sicht nichts Außergewöhnliches. Es ist eine normale Sache, dass eben Fahrzeuge nachgebessert werden von allen Herstellern. Und bei Tesla geht sowas eben over the air. China, ja, in China die Fabrik, die läuft absolut super. Über 1 Million Autos pro Jahr hochgerechnet, wenn man die Produktionsgeschwindigkeit, die jetzt zuletzt an den Tag gelegt wurde, durchhält. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, über 1 Million Autos, dafür müsste man ein Minimum über 80.000 Fahrzeuge im Monat produzieren. Soll wohl der Fall sein, dass die Fabrik mittlerweile auf diesem Niveau ist.
Und da erkennt man dann auch, wo die Problematik liegt. Denn in China ist einfach der Markt jetzt mittlerweile gesättigt. Man bringt viele Fahrzeuge Richtung Europa, aber auch in Europa fängt die Gigafactory an zu produzieren und wird natürlich einen Teil der Fahrzeuge selber produzieren. In Amerika hat man zwar auch die Produktion hochgefahren, will sie ja verbessern mit chinesischen Fachkräften, also optimieren. Aber auch dort ist natürlich der Markt zu einem gewissen Teil, fängt er an, gesättigt zu sein. Das heißt, man muss neue Märkte, man muss in neuen Märkten Fuß fassen, um eben dort die Fahrzeuge verkaufen. Oder man muss sich neue Märkte schaffen, indem man Preise senkt und in ein Marktsegment kommt, was im Moment noch nicht diese Fahrzeuge gekauft hat, weil man einfach ein bisschen günstiger ist. Ja, und zu guter Letzt, wenn man dabei sein möchte, wenn die Semitrucks ausgeliefert werden oder andere Events, dann kann man als Aktienhalter theoretisch daran teilnehmen. Man muss nur namentlich eben bekannt sein, dass man Aktienhalter ist. Dafür gibt es irgendeine Seite. Ihr könnt da unten mal reingucken. Ich habe den Link reingeschrieben. Und wenn man da sich dann sozusagen namentlich bekannt macht, dann wird man mit in die Verlosung kommen und ja, kann eben an so einem Event teilnehmen. Es ist natürlich so, dass diese Events sind an sich immer in Amerika. Das bedeutet für europäische Aktienhalter, die müssten dann schon die Reise und alles mit einplanen, um zu diesem Event zu kommen. Aber wer das gerne möchte, könnte sich da natürlich anmelden. Das gibt ganz bestimmt noch den Roadster und viele andere Möglichkeiten, wo diese Events immer wieder ja, ausgelost werden, dass man daran teilnehmen kann. Und dann kann man eben als Aktienhalter, und wenn man eine Aktie hält, kann man gezogen werden, weil es geht nicht danach nach der Anzahl der Aktien, sondern es geht wirklich danach Aktienhalter. Das bedeutet, wer sich eine Aktie kauft, hat vielleicht die Möglichkeit, an so einem Event teilzunehmen. Ja, das soll es aber für heute gewesen sein. Heute ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.